Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich habe gerade das Video gemacht zur Digitus-Wandhalterung. Und jetzt habe ich gedacht, machst du gleich nochmal ein Video mit der PC-Ecke, damit ihr die mal ein bisschen ja, genauer sehen könnt, wie ich sie mir jetzt eingerichtet habe. Die ist auch nicht aufgeräumt. Ich wollte jetzt auch nicht extra für das Video aufräumen, weil so bin ich halt. Und warum soll ich da aufräumen? Das sieht halt so aus, wie es aussieht. Ich drehe euch mal um. So, da könnt ihr jetzt meine PC-Ecke mal so komplett sehen. Ich fange mal oben an. Ich habe den 27 Zoll, den ich beim Kauf des PCs mit dazu gekauft habe, nach oben gemacht. Da ist jetzt die Digitus Wandhalterung dahinter, logischerweise, damit er fest ist. Hier ist mein Rode Podcaster mit Mikrofonarm am Tisch gemacht. Da ist der neue Curve, kann ich euch auch zeigen, dass das wirklich ein Curve ist. Und das ist auch ein Curve, das kann man ja sehen. Da ist eine Kamera, da ist die andere Kamera, das Monster. Hier war Kohlrabi drin, habe gerade Kohlrabi gegessen. So, kleine Tastatur, Kissen, da noch ein Kissen für die andere Hand und die Maus. Und hier die Lampe, die habe ich jetzt dahingestellt, so dass man noch rankommt, mein Brillenetui. Ich habe da zwei Bretter genommen, habe die zusammengemacht, genagelt und habe den Monitor raufgestellt, damit der so ein Stück höher kommt. Also ein Brett hätte eigentlich auch hinreicht, aber es musste halt einfach ein bisschen höher kommen, dass die Boxen da drunter passen, weil ich keinen Platz für die Boxen hatte. Und deswegen, ja, seht ihr, hier ist nicht viel Platz. Da fängt ja hier schon die Couch an. Und deswegen habe ich das so gemacht. Und am Tisch ist halt da dann die Steckdose von Brandstuhl oder so. Keine Ahnung, Brandstuhl habe ich die, glaube ich, hab ich bei Amazon gekauft. Wurde mir so empfohlen. So, da ist die Box. Da ist der PC. Hier habe ich jetzt die Klappe oben offen. Seht ihr das? Kann man so ein bisschen, wenn, so kann man das ein bisschen besser sehen. Dass er halt ein bisschen mehr Abluft hat. Ja. Mit den beiden LED-Leuchten. Also da unten ist er drin und einer ist da halt hier oben. Die kann man ja so ein bisschen durchsehen. Die ist hier. Ja, sieht ja schick aus. Ja, dreh ich euch nochmal um. Das ist momentan meine PC-Ecke. Wie gesagt, mit der Kühlung vom PC muss ich noch was ändern, weil das noch nicht kühl genug ist. Und ich will dann noch so Käfi holen, also so Überblenden für die Silent Wing Lüfter, damit da halt noch ein bisschen mehr Licht drin kommt. Und ein Silent Wing 3 für unten drunter, für oben, und ein Silent Wing 2 für hinten. Weil die sind, die jetzt drin sind, die Silent Wing 2, die sind nicht entkoppelt, die sind einfach so rangeschraubt. Und das will ich dann abändern, da sollen Entkoppelte dann rein und Silent Wing 3, die sind dann noch was leiser. Die 2 sind schon leise, aber nicht so schnell und da gibt es so ein bisschen Konflikte mit den Dreier, wenn ich dann die Lüftung einstelle, dass es dann eben, wenn es zu hoch geht, dass der eben immer macht und das will ich nicht. Deswegen auch eine andere Kühlung, damit der noch leiser ist. Und da wird dann nochmal später, wenn er dann fertig ist, erstmal fertig ist, wird es dann noch ein Video geben und dann sage ich euch warum, weshalb und wie laut und ob er laut und ob er nicht laut und ja, wie das alles so vonstatten geht. Wie gesagt, ich bin noch nicht fertig. Ich habe den erstmal ja so gekauft. Irgendwann hole ich mir noch eine 1080 Ti oder die 2080 Ti vielleicht noch und bis dahin habe ich erstmal soweit ihr ins Luft, nur halt Kühlung muss besser werden. Kühlung und irgendwann vielleicht mal ein 4K-Bildschirm für hier, für Zocken. So, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden mit dem kleinen Einblick in die PC-Ecke. Ich muss hier noch wegräumen, habe ich gerade ein Video gemacht zum Odimar Shoppen. Die wollten nur eine Eismaschine holen und ja, mit Matratze haben wir auch geholt. Ist halt ein bisschen mehr geworden. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Wenn es euch gefallen hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.